So, hey Freunde, auf geht in Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich befinde mich gerade in dem schönen Örtchen Ginzan Onsen in der Yamagata-Präfektur, was mittlerweile vor allem unter Japan-Fans weltbekannt sein dürfte. In diesem Video geht es einfach darum, einen schönen Wintertrip zu erleben, schön dieses Ginzan Onsen, diesen Ort zu genießen, schön das Hotel zu genießen. Wir übernachten in einem traditionellen japanischen Ryokan und sind hier allgemein in einer der schneereichsten Regionen der Welt vielleicht. Viel Spaß mit dem Video und let's go! Um erstmal zum Ort Ginzan Onsen zu gelangen, haben wir von Tokio aus etwa 5-6 Stunden mit dem Auto gebraucht und je mehr wir uns dem Ort näherten, desto mehr Schnee war auch sichtbar und der ganze Vibe hat mich ein bisschen an Österreich im Winter erinnert oder an deutsches Mittelgebirge im Winter. Geil. Das ist Wahnsinn hier. Also wir sind gerade angekommen, das ist wirklich die erste Reaktion, das ist mindestens so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. So viel Schnee auch, perfekte Jahreszeit, 30. Januar, wenige Leute hier. Ich glaube, ich sage euch ehrlich, an den schneereichsten Orten in Österreich und der Schweiz, ich weiß gar nicht, ob da wirklich auch so viel Schnee liegt wie hier. Vielleicht kommt es hin, aber ja, es ist schon sehr krass und diese Atmosphäre. Ich nehme euch mal mit, wie es hier aussieht. Let's go. Ginzan Onsen ist ein kleiner Ort im Norden Japans und war ursprünglich Standort einer Silbermine, deswegen auch der Name Ginzan, der wörtlich übersetzt Silberberg bedeutet. Mittlerweile ist der Ort aber eher als Thermal- und Erholungsort bekannt und die alten Hotel- bzw. Badehausfassaden erinnern ein wenig an den Ghibli-Klassiker Chihiros Reise ins Zauberland. So, Freunde, ich muss sagen, das ist echt der Hammer. Ich habe diesen Ort schon so oft auf Instagram gesehen. Das ist einer der, glaube ich, am öftesten geteilten Fotos auf Instagram. Wenn ihr irgendwelchen Japan-Seiten folgt, dann werdet ihr es kennen. Und ich muss sagen, es wird den Erwartungen gerecht. Absolut gerecht. Und übertrifft es vielleicht sogar noch, weil diese Atmosphäre mit dem Schnee, mit diesen alten Ryokan-Häusern, die sind auch viele über 100 Jahre alt. Und dann hast du halt hier noch die heißen Quellen sozusagen, das Wasser, was hier langläuft. Diese Symbiose und dann noch der Hügel im Hintergrund und der Wasserfall. Das ist, ich glaube, solche Orte gibt es selten. Und in solch einem Ort zu sein, ist auf jeden Fall echt ein Privileg. Und ich bin sehr gerade ein bisschen dankbar auch dafür. Ich bin gespannt, wie es heute Abend noch aussehen wird. Das kann nämlich auch sehr geil sein. Und bin erstmal sehr happy, hier zu sein. Winter in Japan, Ginzan Onsen. Beste Leben. So, ich bin jetzt in unserem Hotelzimmer, besser gesagt in unserem Ryokan-Zimmer. Ja, Ryokan werden ja diese traditionellen japanischen Hotels genannt. Und ja, das Zimmer ist super. Wie es genau ausschaut, das zeige ich euch jetzt. So, das ist die Eingangstür am Anfang und dann hast du hier erstmal diesen Bereich, wo du deine Schuhe hin tun kannst. Wir sind heute zu dritt hier und ja, das ist eben auch typisch japanisch, ne? Dass ganz streng zwischen Schuhbereich und dem Wohnbereich getrennt wird. Dann geht man hier hin und dann geht man schon ins Hauptzimmer und das ist natürlich super. Also du hast hier wieder diesen Tatami-Boden, diesen traditionellen Tatami-Boden, passt super ins Flair einfach. Ja, dann hier diesen flachen Tisch. Ist eben auch ein typisches Element von diesen Ryokans, von diesen japanischen Zimmern auch, ne, von den Waschzü und mit diesen flachen Stühlen. Und diese Kissen hier, Sabuton werden ja genannt, sind doch auch mega schön gemacht. Dann hat man hier so ein typisches Designelement mit den Blumen. Ja, also es gibt ja auch die Ikebana-Kultur und so weiter in Japan. Das ist oft so, dass es so einen Bereich gibt. Dafür gibt es, glaube ich, ein Fachwort. In dem Fall hast du dann auch noch hier ein Bild mit einem Text. Und dann hast du hier die Heizung und hier einen Bereich mit zwei Stühlen, wo man sich einfach entspannt hinsetzen kann. Ist natürlich nochmal vielleicht entspannter, als wenn man sich hier hinsetzt. Dann natürlich Fernseher. Das war es erstmal so von der Haupthalle. Genau, dann hast du noch auch einen Wasserkocher. Das haben die eigentlich auch immer in den japanischen Hotels. Dann hast du hier, das ist ganz cool, einen Spiegel. Ja, das kannst du so öffnen. Und dann hast du den Spiegel. Yes, Spiegel wieder zu. Dann hast du noch hier diese Schiebewände, ne?
Und hier hast du dein Bett, deine Betten. Hier hast du so Futonmatratzen, die kannst du eben hier auf den Boden legen. Und dann der beste Part. Ihr seht es hier, du hast hier so ein riesen Fenster und da siehst du schon zwei schöne Bäder, Badewannen und im Hintergrund dann den Schnee draußen. Das ist das Highlight meiner Meinung nach. Und dann kommst du einfach hier durch die Tür. Dann hast du hier einen Bereich mit Handtüchern und wieder ein Spiegel. Ein Waschbecken ist auch cool gemacht. Und hier hast du halt allen möglichen Schnickschnack. Das ist immer in japanischen Hotels so, dass du wirklich viele Sachen hast. Du brauchst gar nicht Sachen von zu Hause mitnehmen. Du hast halt immer Zahnbürste, sogar Wattestäbchen und so ein Zeug da. Und dann kommen wir zum Bad. So. Und das ist das absolute Highlight. Ihr seht hier, es sind zwei Bäder, zwei Badewannen. Es ist nicht kein Onsenwasser, sondern normales Wasser, hat uns der Mann mitgeteilt. Was gibt es Geileres, als morgens oder abends hier zu liegen, vielleicht dann noch ein Bier dazu und dann hier rauszugucken? Ja, da muss ich nicht viel zu sagen, denke ich. Also, wir haben jetzt ein bisschen Dämmerung schon, aber so sieht es jetzt aus. Und dann kannst du einfach in dieses Tal gucken, wo nichts ist. Einfach nur Natur sozusagen. Wahnsinn. Bin ich mega Fan von. Und genau, das ist natürlich so aufgebaut. Du duschst dich erstmal ab, hast hier Shampoo, hast hier noch so einen Stuhl, wo du dich draufsetzen kannst. Du setzt dich hier hin und duschst dich, schaust dich dabei in den Spiegel. Und dann kannst du rein und du kannst dich dann natürlich auch duschen, wenn du rausgehst. Also man soll sich auf jeden Fall abduschen, bevor man reingeht, aber wenn du rausgehst, kannst du dich dann nochmal mit Shampoo abduschen und so weiter. Dann haben wir hier die Toilette, auch als Schiebetür. Und ja, du hast die Toilettenslipper, wie in Japan üblich. Dann so ein Waschbecken, sehr interessant gemacht, sehr platzsparend gebaut, glaube ich. Und ja, die japanische Toilette. Natürlich mit all den Knöpfen und mit Bidet-Funktionen ist jetzt nichts, was man wirklich braucht für mich, aber es ist, glaube ich, nice to have. Ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das beste Hotelzimmer, wo ich jemals übernachtet habe in Japan. Vor allem auch wegen der privaten Badewanne draußen und dem ganzen Bereich hier. Aber auch das teuerste. Es hat für eine Person so viel gekostet. Das ist nicht billiger, wenn du so ein Zimmer mit mehreren Leuten hast, sondern jeder zahlt dasselbe. Macht auf jeden Fall erstmal einen super Eindruck. So Leute, wir sind jetzt beim Abendessen und das ist so krass. Hier hast du für jeden einen Raum, für jede Gruppe, die hier da ist. So einen privaten Raum. Du gehst hier rein. Wir wurden hierher geführt von einer Dame im, ich glaube, Kimono oder Yukata. Ne? Und dann ist hier das Essen schon. Das ist so krass. Mega. Also auch hier ein Tatami-Zimmer. Das fühlt sich echt sehr edel an. Also wie die Könige hier. The King of Japan. Also das ist jetzt das Abendessen und sowas beeindruckt mich jedes Mal. Du hast die verschiedensten Sachen. Du hast hier irgendwie richtig geiles Carpaccio, dann Roast Beef, das soll hier relativ bekannt sein. Und dann hier noch Tofu und Fischeier und noch so ganzen Sachen, also relativ gesundes Zeug auch. Alles hat irgendwie seinen Platz und alles ist kein Zufall, was hier ist, sondern das ist alles für sich so hundertprozentig gemacht, weil so sieht es zumindest aus. Und ich würde mich wundern, wenn es auch nicht so schmecken würde, wie es aussieht. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, itadakimasu. Dieses Gesamtkonstrukt einfach, schau euch den Teller an, wie der Teller designt ist, ne, hier, wie er geformt ist, wie die Farben miteinander spielen, das Wasabi am Rand, grün, dann ja, der rohe Fisch. Das Auge ist mit, sagt man ja. Und jetzt werde ich es nicht nur mit dem Auge, sondern auch mit dem Mund essen. Das ist mega zart. Du schmeckst die Frische einfach. Das zerläuft so in deinem Mund. Das ist Wahnsinn. Du musst gar nicht mal richtig beißen. Es zerläuft in deinem Mund. Rausgefühlt nicht mal deine Zähne.
Ja, das Essen war wirklich extrem lecker und die Vielzahl an kleinen Gerichten, das Anrichten der Gerichte, die Frische der Zutaten, die Location, die Designs der Teller und die allgemeine Liebe zum Detail hat mich innerlich so ein bisschen in eine kleine Ekstase versetzt. Dann bin ich abends nochmal in den Ort gegangen und es war einfach eine magische Atmosphäre. So, ich war gerade in dem öffentlichen Onsen von dem Hotel. Das war auch super. Du hattest auch so einen Draußenbereich und konntest so ein bisschen Schnee anfassen dabei. Ja, sehr entspannt, schön auf die Winterlandschaft gucken. Durfte man aber leider nicht filmen hier. Das ist oft so bei den öffentlichen Bereichen, darfst du nicht filmen. Ja, jetzt bin ich wieder im Zimmer und habe ein Yukata an. Das gibt es eigentlich in allen Lokans, wird es dir angeboten, dass du es tragen kannst. Es ist super entspannt nach dem Onsen, dir es anzuziehen. Du fühlst dich so entspannt, fühlst dich so leicht. Dann kannst du dich schön hier auf die Futon legen und eigentlich nur noch schlafen. Ja, das ist einfach der Ryokan-Lifestyle, der japanisches Hotel-Lifestyle sozusagen. Ich fühle mich sehr ruhig und sehr, sehr, sehr klar und sehr ruhig, ja. So, und jetzt, Freunde, morgens nach dem Frühstück schön ein Bad nehmen. Schaut euch mal wirklich den Hintergrund an. Hier schön in die weiße Landschaft gucken. Ja, besser geht doch nicht. Es ist draußen schön kalt, schön Schnee und du hast hier deine Wanne. Ich werde da jetzt reinspringen und habe richtig Bock, mir es dann ein bisschen gut gehen zu lassen. Ja, also ich kann euch wirklich sagen, das ist wirklich das Geile an Japan, dass du, wenn du in so einem Winterort bist oder in einem Ort mit viel Schnee bist, dann hast du auch in der Regel so Onsen oder beziehungsweise heiße Wannen oder sowas im Gericht. Und einfach im heißen Wasser sich schön baden und das ist einfach perfekt. Also ja, es ist kalt, du willst warmes Wasser, keine Ahnung, gehst Skifahren oder so, danach in so eine Wanne gehen oder in den Onsen, das ist das Leben, es ist so entspannt, auch am Morgen ist es schön, also es gibt definitiv schlechtere Art und Weisen, wie man in den Tag starten kann. So, ich bin jetzt in der Lobby vom Hotel und auch die Lobby ist echt super schön. Du hast hier wirklich so einen Fensterausblick auf die Schneelandschaft. Und wie ihr seht, es schneit gerade, es ist mega verschneit hier. Es ist Wahnsinn, wie viel Schnee hier liegt. Ich liebe das, es ist so entspannt. Du sitzt drinnen, kannst rausgucken und genießt es einfach. So, ich bin jetzt wieder im Ort hier in Ginsan Onsen. Und ja, es ist krass, es ist wieder Schnee dazugekommen. Auch dadurch, dass es jetzt noch morgens ist, ist es so, dass der Schnee noch da ist. Weil die machen das so, dass sie das heiße Quellwasser nehmen und es da ein bisschen entlanglaufen lassen an den Wegen, damit es schmilzt. Das ist uns aufgefallen. Aber ja, es ist mega schön hier, dieser Pulverschnee. Diese Atmosphäre, es ist echt so ein Winter-Wonderland-Dorf, also was Vergleichbares habe ich tatsächlich noch nie so erlebt und ja, auch gestern Abend war es super schön, super spezielle Atmosphäre, vielleicht der schönste Winterort Japans. Dann ging es wieder auf den Heimweg, wo wir noch einen Zwischenstopp in dem Thermal- und Wintersportort Sao Onsen machten und ich nochmal die heißen Quellen in vollen Zügen genießen konnte, wobei wir ja mit dem Auto unterwegs waren. Wortwitz. Das ist einfach der Hammer. Das ist unglaublich. Diese Atmosphäre, dieser Schnee, das Onsen. Es ist unglaublich schön. Ich habe das in der Form auch noch nicht so erlebt mit dem ganzen Schnee. Das ist, schau ich das doch einfach an. Sowas gibt es einfach nicht in Deutschland und es ist was ganz Besonderes. Ich liebe es. So, ich bin jetzt wieder aus dem Onsen raus und damit bin ich auch raus für dieses Video. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick über diese Region im Norden Japans bekommen und auch darüber, wie man so Wintertage in Japan gut verbringen kann und wie man es genießen kann. Und eben auch mitbekommen habt, dass in Japan auch extrem viel Schnee einfach liegen kann. In diesem Sinne, macht's gut. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne bei unserem Shop vorbei, wenn ihr den Kanal zusätzlich supporten wollt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dann und Peace.